Ich zeige dir jetzt noch eine Übung auf der Testseite der Deutschen Khan Academy und hier geht es darum, Winkel zu bauen, zu konstruieren, zu basteln. Die haben hier immer so eine kleine Anleitung und dann haben wir hier verschiedene Punkte und dann haben wir hier einen Winkel und du siehst, dass diese Grünen immer so anschwellen, wenn man darüber kommt. Das heißt, man kann die hier bewegen. Ja? Man kann den Winkel hier verändern und man kann den Scheitelpunkt in seiner Lage verändern. Okay, lesen wir mal. Ich muss das vorlesen. Es ist leider so eine große Aufgabe, dass ich das so klein machen musste, damit es hier raufpasst. Ziehe den Scheitelpunkt des Winkels, um ihn bei Punkt A zu platzieren. Also nehmen wir unseren Scheitelpunkt. Der Scheitelpunkt ist ja der Scheitel, wo die Strahlen des Winkels so von losgehen. Also den sollen wir auf Punkt A packen. Hier. Und dann haben wir hier noch drei andere Punkte übrig. Einer heißt B. Mal gucken, ziehe einen anderen Punkt so, dass einer der Strahlen durch Punkt B geht. Also da könnten wir das jetzt zum Beispiel so machen. Ja? Und dann ziehe den anderen Strahl, also mit dem grünen Punkt, durch einen unbenannten schwarzen Punkt, um einen rechten Winkel zu erstellen. Also wir könnten den hier hinschmeißen. Ja, dann siehst du, hier hat sich jetzt gerade was verändert. Hier war es noch ein Bogen. Hier wird es jetzt so ein quadratisch praktisch gutes Zeichen. Das machen die Amerikaner gerne so, dass sie ihren rechten Winkel markieren. Wir machen ja mal unseren Bogen mit dem Pünktchen. Ist beides okay. Und jetzt sehen wir also, wir haben jetzt hier schon einen rechten Winkel. Wenn wir den jetzt hier rumgepackt hätten, dann siehst du, dass wir hier jetzt einen Spitzenwinkel markiert haben, weil der rechte Winkel, der wäre ungefähr, sagen wir mal, hier so. Siehst du das? Ja? Hier ist also auch ein rechter Winkel, aber dann haben wir die Sache nicht erfüllt, dass wir den Strahl durch diesen schwarzen Punkt legen sollen. Aber du siehst, wenn du diesen Strahl hier als gerade verlängern würdest, dann siehst du, dass diese beiden Winkel gleich groß sind. Das heißt, es wäre dann ein 90-Grad-Winkel, noch ein 90-Grad-Winkel. Diese Nebenwinkel wären also gleich groß. Das hätten wir also hier dann einen rechten Winkel erfüllt. So wie auch hier. Und wenn das nicht der Fall ist, dass sie gleich groß sind, dann haben wir immer einen spitzen und einen stumpfen Nebenwinkel. Und die Spitzen sind kleiner und die Stumpfen sind größer. Jetzt gucken wir mal, dies ist ein rechter Winkel, weil er genauso 90 Grad hat. Der ist gleich 90 Grad. Ja? Überprüfe, richtig, machen wir noch zwei schnell weitere Aufgaben. Hier haben wir wieder, ziehe den Scheitelpunkt des Winkels zu Punkt A. Schwupsdi. Ziehe einen weiteren Punkt des Winkels so, dass der Schenkel durch Punkt B geht. Also wir könnten uns das hier so überlegen vielleicht. Und dann zu guter Letzt, lass den anderen Schenkel durch einen unbeschrifteten Punkt gehen, damit ein stumpfer Winkel entsteht. Okay, gucken wir mal. Also wenn wir das jetzt hier machen, dann sehen wir, wir haben unseren rechten Winkel hier irgendwo. Das wird jetzt gar nicht angezeigt. Okay, also der rechte Winkel würde ich mal augenmaßmäßig sagen, wäre hier vielleicht, hier. Das heißt dann, wenn wir den Winkel bis hier machen und uns diese hier als verlängerte Gerade vorstellen, dann haben wir hier den Spitzenwinkel und hier den stumpfen Winkel. Also so wäre das okay. Mal gucken, wenn wir den anderen Punkt gewählt hätten. Ja, da sehen wir, das hier wäre der spitze Winkel, weil hier ungefähr wären 90 Grad. Und hier haben wir also dann sozusagen einen kleineren Winkel. Also das wäre der spitze, aber hier ist der stumpfe. Das machen wir so. Und ein stumpfer Winkel ist immer größer als 90 Grad. Machen wir noch eine letzte. Hier haben wir jetzt wieder, ziehe den Scheitelpunkt zu A, also hier haben wir A. Ziehe einen weiteren Punkt des Winkels so, dass der Schenkel durch Punkt B geht. Also können wir vielleicht hier machen. Und dann lass den anderen Schenkel durch einen der unbeschrifteten Punkte gehen, damit ein spitzer Winkel entsteht. Also ich frage dich mal, wenn wir jetzt hier den durch den Punkt ziehen, was passiert da? Der geht gar nicht durch den Punkt. Gemein. Also wenn wir uns das hier wieder verlängert vorstellen, dann haben wir natürlich hier einen kleinen Winkel. Und hier einen großen Winkel. Das heißt, der große Winkel, der größer als 90 Grad ist, das ist der stumpfe Winkel. Wir wollen aber jetzt einen spitzen Winkel. Das heißt, diesen Punkt können wir nicht auswählen. Der ging auch gar nicht richtig, ne? Und dann haben wir also hier unseren spitzen Winkel. Das heißt, der ist weniger als 90 Grad. Und damit sind wir schon fertig.